So Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir stehen hier in der Küche, also vor der Küche und also praktisch an der Supplement-Ecke, aber es gibt keinen Supplement-Test, keine Sorge, keine Werbung heute. Es gibt ein neues Top-3-Video, mal wieder ein Top-3-Video zum Thema Ernährung und zwar geht es heute um die Nüsse, um meine Top-3-Nüsse. Passt mir gerade ganz gut. Viele von euch wissen ja, ich mache die Anabole-Diät. Und da sind Nüsse sowieso das Must-Have überhaupt. Ich beziehe zurzeit einen Großteil meiner Kalorien wirklich aus Nüssen, weil eben in Nüssen sozusagen alles drinsteckt, was ich so brauche, aber auch für alle oder was alle brauchen, nicht nur die Leute in der Anabolen-Diät, sondern insgesamt alle Menschen. Nüsse sind für alle gut, gesund und ganz wichtig. Glaubt mir, ich werde euch gleich kurz erzählen, warum besonders diese Top 3, also diese drei Nusssorten besonders wichtig für jeden sind. Nüsse machen nicht dick. Ich hoffe, ihr wisst es, dass Nüsse nicht dick machen. Nüsse heben nicht euren Cholesterinspiegel, sondern senken ihn nachgewiesenermaßen. Und Nüsse sind unglaublich wichtig für die Gesundheit von allen. Aber besonders in der Anabolen-Diät sind Nüsse fantastisch, weil sie zum Knabbern da sind, weil die meisten Nusssorten sehr wenig Kohlenhydrate haben, sehr viel Fett, gute Fette und auch gutes Eiweiß. Und deswegen starten wir direkt mal sozusagen mit meinem Platz 3. Vielleicht ganz kurz, ich nehme Mandeln nicht sozusagen mit in die Nüsse mit rein. Erstens, weil ich euch über Mandeln schon so ziemlich alles erzählt habe. Mandeln wären auch so irgendwo in meinen Top 3 und weil sie botanisch gesehen nicht zu den Nüssen gehören. Und ich glaube, die Paranuss eigentlich auch nicht. Ich glaube, botanisch gesehen ist es keine Nuss, aber ist mir heute egal. Die Paranuss sozusagen auf Platz 3. Warum? Warum die Paranuss? Zum einen die Makronährstoffe, fantastisch. Wir haben recht viel Eiweiß von ungefähr 13 Gramm pro 100. Wir haben sehr wenig Kohlenhydrate, 3,5 ungefähr. Es schwankt auch immer, ist Naturprodukt. Und wir haben circa 70 Gramm Fett und davon wirklich eine fantastische Fettverteilung. Wir haben circa 10 Gramm gesättigte Fette, 10 bis 15 Gramm gesättigte Fette, circa 20 Gramm ungesättigte und ich glaube circa 30 Gramm mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Fantastische Fettsäuren, ein super Verhältnis der Fettsäuren, deswegen auch unglaublich gut eben für den Cholesterinspiegel, sättigt fantastisch, aus gesundheitlichen Gründen, für eure Herz- und Blutgefäßgesundheit, ganz, ganz toll. Sehr, sehr gute Aminosäurenstruktur haben wir hier auch drin. Wir haben viel Arginin drin, wir haben ganz tolle Aminosäuren, wir haben sehr viele Vitamine, B-Vitamine, wir haben Phosphor hier drin, Magnesium, sehr, sehr viel Magnesium, B-Vitamine haben wir drin und ein Spurenelement sozusagen, und zwar das Selen. Deswegen hier auch auf Platz 3 oder deswegen ist hier auch in meinem Ranking. Selen ist heutzutage in sehr wenig Lebensmitteln drin, weil die Böden sehr selenarm geworden sind über die Zeit. Wir brauchen Selen. Es ist ein essentielles Spurenelement, was für alle eure Organe wichtig ist, damit sie gut funktionieren. Besonders aber auch, so jetzt, ich weiß, ihr denkt da immer nicht so dran, wenn ihr jung seid, aber so für den Sportler ganz besonders eben, für eure Schilddrüse zum Beispiel, für die Nebennieren, für die Hypophyse, also für ganz viele Organe, die auch sozusagen an der Hormonproduktion beteiligt sind, die den Stoffwechsel fördern, die insgesamt für euer ganzes Funktionieren im Körper verantwortlich sind. Und dafür ist Selen essentiell und es ist hier sozusagen so reich drin. Wir haben, glaube ich, 1900 Mikrogramm pro 100 Gramm Paranüssen. Das ist eine Riesenmenge. Danach kommt erstmal lange Zeit nichts, dann kommt eine Kokosnuss und dann kommt wieder eine Ewigkeit nichts. Deswegen reicht auch, es reichen zwei Paranüsse bereits aus, um euren Selenbedarf sozusagen zu decken. Das ist der absolute Hammer. Zwei Stück reichen aus. Das ist jetzt aber auch ein ganz kleiner Nachteil an dem Ganzen, weil ihr eben davon nicht zu viel essen solltet. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Bereits ab 6 Paranüssen ungefähr habt ihr so eine Grenze von 400 Mikrogramm sozusagen an Selen überschritten. Und ab da wird es sozusagen, ja, nicht jetzt groß gefährlich, aber da ist die Gefahr einfach da, dass ihr Durchfall bekommt, Hautprobleme, Übelkeit und so weiter, weil es einfach so reich an Selen ist. Das ist so ein kleiner Nachteil, das heißt, ihr könnt euch damit nicht satt essen für die Anabole-Diät. Ich muss mich wirklich ein bisschen zügeln, weil der Geschmack fantastisch ist. Ich liebe den Geschmack von Paranüssen. Ölig, butterig, fantastisch, ein bisschen knackig trotzdem dabei. Ich liebe Paranüsse, süßlich auch. Wenn ihr da welche von einer guten Qualität holt, und das solltet ihr, weil denkt dran, ihr esst 2, 3, 4 vielleicht am Tag, holt euch eine gute Qualität von irgendeinem Reformhaus oder so, da haben die ganz fantastisch in wirklich unbehandelt und so weiter.
fantastisch, halten dann auch ein bisschen und deswegen auf Top 3 oder auf meinem Platz 3 sozusagen der Nüsse. Auf Platz 2 meiner Lieblingsnüsse, besonders jetzt gerade in einer Bohnen-Diät, erzähle ich euch gleich warum, sind sozusagen die Macadamias. Macadamia-Nüsse wird auch die Königin der Nuss genannt. Vielleicht ganz kurz, es ist nicht umsonst so teuer. Und nicht deswegen heißt die Königin der Nüsse, sondern weil wirklich, bis sie in den Laden kommt, ist ein sehr aufwendiger Prozess nötig. Diese Schale ist so unfassbar hart, dass sie wohl ganz, ganz aufwendig geknackt werden muss. Man kann die schwer anbauen und so weiter. Und ganz, ganz kompliziert und deswegen auch wirklich gerechtfertigt, dass sie so teuer ist. Deswegen wird sie auch Königin der Nüsse genannt. Für mich auf Platz 2. Natürlich hat sie auch wieder ganz, ganz viele Fettsäuren. Ich glaube, das ist so die fettreichste Nuss überhaupt. Ich glaube, wir kommen fast an 80% Fett. Sehr wenig Kohlenhydrate, wir haben wieder so ungefähr 4 Gramm Fett, 4%, 4 Gramm Fett auf 100. Eiweiß sind wir auch recht gut dabei, ich glaube ungefähr 8 Gramm, nicht ganz so wie bei den Paranüssen, aber eben für die Anabole-Diät super, super fettreich. Die Fettsäuren, die hier drin sind, sind auch zum Großteil ungesättigt. Wir haben ungefähr 80% ungesättigte Fettsäuren. Dementsprechend fantastisch für alle, die einen hohen Cholesterinspiegel haben. Senkt den Cholesterinspiegel nachweislich. Wir haben auch sehr viel Vitamine, wie gesagt, wieder B-Vitamine und so weiter. In allen Nüssen sind unglaublich viele Vitamine, viele Spurenelemente drin, viele Antioxidantien sind drin. Und warum ist die hier auf Platz 2 bei mir? Der Geschmack ist einfach unfassbar. Ich habe mir jetzt gerade mal etwas bessere noch, manchmal hole ich mir auch diese für 3 Euro, 3,50 Euro irgendwie im Supermarkt oder so, die auch ein bisschen gesalzen sind. Guckt, dass die vielleicht, wenn ihr nicht gesalzene bekommt, die sollen so wenig wie möglich verarbeitet sein. Ich habe mir jetzt gerade hier, habe ich jemanden losgeschickt und habe mir mal wirklich gute geholt. Der Geschmack ist noch mal besser. Ich liebe diesen Geschmack. Es gibt kaum was Leckereres als Macadamia-Nüsse. Das ist so genial. Ich werde euch da noch Rezepte mit zeigen. Es ist einfach für mich der köstlichste Snack überhaupt. Und ich futter da locker eine Tüte. In der Anabol-Diät kann ich es mir gönnen. Ansonsten müsst ihr natürlich etwas auf die Kalorien achten. Es ist eine Kalorienbombe, aber keine Angst. Wer sagt, Macadamia-Nüsse machen dick, ja, in den Keksen oder in den Cookies oder so, aber so niemals. Ihr werdet euch an den Dingern niemals so satt essen können, weil ihr nach 100 Gramm so voll seid, so vollgepackt und so ein Völlegefühl habt, dass ihr davon gar nicht so viel essen könnt. Unfassbar lecker. Die beste Knabberei, die ich mir vorstellen kann. Also, ich liebe die. Deswegen auf Platz 2. Warte. Auf Platz 1. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Meine kleinen Gehirne. Meine kleinen Gehirne. Walnüsse. Walnüsse. Mein ganz klarer Platz 1. Die schmecken nicht ganz so genial wie Macadamia-Nüsse. Aber es gibt viele Gründe, warum es einfach ein Must-Have für jedermann ist. Für jeden. Jeder sollte Walnüsse sozusagen in seine Nahrung mit aufnehmen. Warum? Wir fangen mal direkt mit dem wichtigsten Punkt an. Walnüsse haben einen sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Und es gibt kaum sonst, ihr kennt meine Meinung, ich will euch jetzt nicht zu viel zu Omega-3 erzählen. Ich verlinke euch da mal ein Video. Ich habe viele Videos zum Thema Omega-3 gemacht. Omega-3-Fettsäuren sind so wichtig heutzutage, weil wir in unserer Nahrung einfach das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 ist viel zu hoch in Richtung Omega-6. Überall ist Omega-6 drin, in Getreiden, in allen möglichen Sachen ist Omega-6 drin. Und Omega-3 haben wir einfach nur entweder in fettigem Fisch, in irgendwelchen Algen und so weiter, in Leinöl zum Beispiel, aber wer trinkt schon gerne Leinöl oder isst viel Leinölgeschichten, und eben in Walnüssen, ein bisschen auch in Rapsöl und so weiter, ihr kennt da meine ganzen Tipps und so weiter, aber wir haben hier sehr viel Omega-3-Fettsäuren, Alpha-Linolensäure sozusagen, also das pflanzliche Omega-3 oder der, ja, nicht das, was jetzt aber ihr, wie gesagt, guckt euch das Video an, da habe ich genug dazu erzählt. Omega-3 ist super, super, super wichtig, entzündungshemmend im Körper, wichtig für so viele Prozesse, und wie gesagt, das ist eines der wenigen Lebensmittel, wo viel Omega-3-Säuren drin sind. Deswegen deckt es da sehr gut euren Omega-3-Säurenbedarf und ihr braucht vielleicht nicht unbedingt die auf Kapseln oder auf Fischöl zu setzen.
Außerdem, ich weiß, dass ihr das, viele junge Leute beschäftigen sich, wenn sie sowas wie Antioxidantien hören und so weiter, freie Radikale, Zellgesundheit, denkt man immer, das geht mich jetzt nichts an, ich will Muskeln. Aber glaubt mir, wir haben besonders in der Walnuss so viele Antioxidantien drin, so viele Pflanzenstoffe, die sozusagen für den Zellschutz wichtig sind. Ich weiß, Zellschutz, wollt ihr vielleicht nicht so wissen, aber es ist wichtig für euch, dass eure Zellen wirklich geschützt sind vor freien Radikalen. Antioxidantien geben dem freien Radikalen sozusagen, werde ich nochmal ein gesondertes Video zu machen. Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Aber schützen sozusagen eure Zellen. Und Zellschutz ist ganz wichtig. Nicht nur, um das Risiko für Krebs sozusagen zu mindern, aber dass euer Körper einfach funktioniert, dass euer Körper gut funktioniert, dass ihr fit seid, dass ihr wach seid, dass ihr gut trainieren könnt, dass alles in eurem Körper einfach funktioniert. Und hier haben wir sehr, sehr viele Antioxidantien mit drin. Wir haben hier sehr viele Ballaststoffe mit drin, sehr viel Zink haben wir hier drin, viele B-Vitamine. Es gibt Studien bei älteren Personen und auch viele Tierstudien bei älteren Tieren, die zeigen, dass es die kognitive Leistungsfähigkeit noch länger erhält. Also auch wirklich gut fürs Gehirn. Wie gesagt, wieder natürlich gute Fettsäuren. Ein paar Kohlenhydrate mehr. Also bei der Anabolen-Diät solltet ihr da etwas aufpassen. Wir haben so zwischen 11 und 15% Gramm Kohlenhydrate pro 100. Wir haben sehr viel Eiweiß auch, so 16, 17 Gramm. Deswegen bei der Menge ein bisschen aufpassen, aber durch das Fett, ihr kennt das ja, ist es völlig, völlig ungefährlich und für alle anderen sowieso in Maßen. Eine Handvoll davon sollte jeder von mir, meiner Meinung nach, so abends nochmal irgendwie essen und um da wirklich so seine Fette auch mitzudecken und so weiter. Deswegen habt keine Angst vor Fetten und hier ist so viel Gutes drin. Und noch ein Punkt, warum das bei mir auf der 1 ist, es ist recht günstig und gut verfügbar einfach. Ihr kriegt es im Backbedarf. Schaut da wirklich mal im Backbedarf oder holt euch wirklich direkt die ganze Nuss, die unbehandelt, und knackt die selbst. Es ist recht günstig, weil es eben oftmals nicht bei den Süßigkeiten steht, sondern in der Backabteilung. Da könnt ihr die wesentlich günstiger holen. Da kriegt ihr die guten großen Pakete. Die sind unbehandelt, die sind sehr lecker. Ihr könnt damit kochen, ihr könnt damit Salate machen, herzhaft süß und einfach unglaublich vielfältig. Und deswegen auf meinem Platz 1 für jeden, bitte, also auch hier die ganzen Low-Fettler und so weiter, die sagen, oh, davon wird man dick oder da ist zu viel Fett drin und es ist ungesund. Völliger Quatsch, absoluter Quatsch. Nüsse gehören meiner Meinung nach in jeden Speiseplan, auch die ganzen B-Vitamine, die ganzen Stoffwechselvorgänge und so weiter. Ihr werdet niemals dick werden, wenn ihr pure Nüsse esst. Glaubt mir, so viel könnt ihr davon gar nicht essen. Deswegen, heute mal ein Plädoyer sozusagen für Nüsse und meine Top 3 der Nüsse. Es gibt aber auch alle anderen. Ich liebe auch Haselnüsse, Mandeln und so weiter, aber ich wollte das mal auf meine Top 3 beschränken und euch mal erzählen, warum das meine Top 3 sind. So, Freunde, in dem Sinne, abonniert den Channel, esst Nüsse, schaut bei Facebook, Instagram vorbei und kommt auf jeden Fall zu FIBO. Ich freue mich riesig auf euch. Da sind die besten Supplements von Body IP Nutrition. Und die natürlich auf der Body Affiliate Nutrition Seite. Und wir sehen uns da. Und bis dahin, euer Simon.